Guck mal, wie hübsch. Den Bäcker wohl nicht mehr hört. Macht aber auch nichts vor, außer Videoschneiden von gestern. Regen. Den Hund noch gar nicht gesehen, seit ich aufgestanden bin. Und sich bestimmt unter dem Bett verkrochen. Also, als ich von der Arbeit gekommen bin, wollte sie nichts fressen. Und vor dem Magen gegluckert und dann das mag sie nicht, dann hat sie keinen Hunger mehr. Oder ist so. Ängstlich, dass ich nichts fressen will, also klar. Naja, anders. Na komm. Das ist eine Einbahnstraße. Wir sind gerade in der Einbahnstraße verkehrt rum gefahren. Und nicht aus Versehen oder so, sondern vorsätzlich. Weil das passiert öfter. Du hast schon mal darauf hingewiesen, ganz freundlich, aber du musst mir einen blöden Kommentar anhören. Ich hoffe, dass irgendwann mal Richtung Lenke fährt. Entweder, nee, so etwas wünscht man sich nicht, Karma und so, aber trotzdem. Man kann sich ja trotzdem an Verkehrsregeln halten. Die Minute, die sie da vielleicht spart, weil sie auf Verkehr drum rausfährt. Naja. Ob das denn die Strafe wert ist, wenn sie von der Polizei erwischt wird? Ich glaube nicht. Hat mich gerade wirklich losgegangen, bin noch gefreut, dass die Sonne rauskommt und dass es doch noch ein schöner Tag wird. Wird es auch noch und die Sonne ist da draußen. Aber guck mal, wie die Sicht hier im Wald aussieht. Siehst du jetzt auf dem Video gar nicht so schön hier. Aber es sieht eher so aus, als wenn es neblig ist hier. Naja, aber Beweis, da ist ein Fleck Sonne. Da hinten kommt sie irgendwo durch. Es ist auch neblig. Oder wird gerade neblig, weil die Sonne rauskommt. Cool. Schön ist das. Hammer, oder? Wie geil das aussieht. Im Video kommt es immer gar nicht so schön rüber, wie es in Wirklichkeit dann doch aussieht. Das ist schade eigentlich. Echt der Hammer. Wow. Wie geil das ist. Ist das geil, oder was? Hammer. Mit so Paketen, die beim Nachbarn abgegeben wurden, sind ja immer so eine Sache. Jetzt steht ja nicht jeder so früh auf wie ich. Also weiß ich immer nicht, ab wann kann es jetzt da an der Tür klingeln. Zumal der wirklich so ist, dass ich eigentlich, also ich, niemandem auf den Sack gehen möchte. So wie ich nicht möchte, dass mir jemand auf den Sack geht, möchte ich auch nicht, dass ich irgendjemand anders auf den Sack geht. Ja, deswegen weißt du immer nicht, wie früh du klingeln kannst. Aber ich bin so ungeduldig, ist auch immer so. Aber jetzt zum Beispiel die Nochik habe geklingelt. Paket ist da. So, wir haben hier den Gorilla Pod Focus. Ich habe den mal mit Kugelkopf genommen. Viel wertiger als die Plastikversion, obwohl die echt nicht schlecht ist. Wie gesagt, wenn aber nur alt und wahrscheinlich 10 Jahre alt schon und so.
Und dann kann er die auch mal ausleiern. Kugelkopf ist ziemlich fett, aber der soll ja auch DSLRs halten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Thomas D. von den Fanta 4. Der vloggt wieder. Machen wir ja Pause. Sehr cool. Ich hoffe, das passiert jetzt wieder öfter. Ich finde seine Vlogs echt cool immer. Ja, und nebenbei, wo ich das hier schaue, esse ich Linseneintopf. Das letzte, was ich von meinem gekochten Linseneintopf übrig habe. Aber das Coole bei Eintopf ist ja, dass er einen Tag später oder zwei Tage später, so wie der jetzt, erstmal richtig durchgezogen ist und noch viel besser schmeckt. Ist irgendwie putzig, wie sie da liegt. Ja, putzig bist du, Scheißerchen. Ich bin kein Freund von diesen Kutschfahrten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist bei dem Verkehr, der hier auf den Straßen ist. Ich meine, jetzt sind sie gerade Nebenstraßen gefahren, aber die fahren auch die Hauptstraßen lang. Ich weiß nicht, ob man das entfernen antun muss. Oh. So, Kinders. Halb eins. Und das Video ist soweit vorbereitet beim Schnitt. Das von heute. So ich das morgen raushauen kann. Da bin ich vorhin beeilt. Ich habe vorhin noch einen Schnips, ich muss anders anfangen. Ich habe vorhin noch einen Schnips aufgenommen, bevor ich gesagt habe, oh, voll im Stress, muss jetzt noch abwaschen, muss noch duschen gehen, das Video noch schneiden. Zumindest anfangen mit dem Schneiden, weil ich morgen früh noch laufen gehen will. Und dann darf ich nicht so spät ins Bett. So. Beim Aufnehmen habe ich nicht den Gorilla-Portier-Stativ genommen, um das Telefon um lange Arme zu haben, sondern habe das Telefon so angefasst und habe dabei aus Versehen irgendwie auf Kamerawechsel gedrückt und habe nicht mich aufgenommen, sondern andere Seite. Naja, ihr versteht, was ich meine. Ja, kann ich natürlich nicht nehmen für den Vlog. Sah scheiße aus. Deswegen jetzt hier nochmal kurz. Aber inzwischen, egal, sie schafft. Ich habe abgewaschen, ich war duschen und habe, wie gesagt, das Video jetzt so gut wie fertig. Und ich bin so müde, gar nicht mehr gucken kann. Ja. Gut. Das war halt eigentlich auch. Das wollte ich jetzt nur schnell sagen, wenn ich einen Abschluss habe für das Video. Ein Blödsinn, ne? Egal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.